Wait, hier ist ja auch ein Reißverschluss. Was macht der? Junge, gleich kommt hier irgendwie so Geheimfach. Was passiert da? Das wird so aufgemacht, damit da Luft reinkommt. Ja, sinnvoll. Ja. Aber ist so offen für so 80s-Style ein bisschen. Es kann gar nicht mehr fresher werden. Es kann! Ich habe was zu essen geholt, deswegen möchte ich jetzt Content sehen. Ich gebe mein Bestes. Gedodged haben wir ja gerade schon, das heißt, Wartezeit kann es keine mehr geben. Red Cross urges gamers to obey laws of war while playing first-person shooters. Even wars have rules. Fox News, Banger! Gutes News-Outlet. Hochqualitative Nachrichten, nur dort. Oh mein fucking Gott, nicht im Ernst. Und die Bank kriegen wir auch noch rein. Das ist das actual Fox News, die das gesagt haben. Ey, amerikanische News-Organisationen sind so komisch, ne? In amerikanische News-Kultur generell. Renga also. Boah, sollen wir da noch... Oh, ich habe so Bock, mal Kha'Zix zu spielen. Ich habe so lange kein Kha'Zix mehr gespielt. Ich will kein Warwick spielen. Wir haben schon Thresh. Ich hätte echt Bock auf Kha'Zix mal wieder. Soll ja momentan eh gut sein. Komm, wir machen's. Fuck it. Okay, was bauen wir gegen die, though? Recommended. Warte, alle Builds auf ihm sind momentan AD? Gibt's kein Bruiser-Build? Oder ist das wieder nur Arguin, der das spielt? Warte mal, Flusshochlichter als Statistiken zu nehmen für Win-Loss-Ratio of Picks ist voll dumm, weil wir nur Wins hochladen auf dem Flusshochlichtkanal. Limau. Wird mir jetzt gerade erst sein. Ich bann jetzt aber Rengar. Kein Bock auf den. Quadrate Top. Die Namen sind randomized, die in der Rollenlobby. Die sind nicht übergreifend. Auch wieder ein Heker-Bann. Das ist derselbe. Soll ich jetzt picken gehen vielleicht? Vielleicht. Ist das eine gute Idee? Ich will dann kochen. Was ist mit mir? Ob im Horoskop auch stand, dass da gerade eben Volibear-Pick kam. Habe ich auch gesehen. Perfekt. Alles klar. Dann wissen wir ja Bescheid. Dann war das in Ordnung. Aurelion Zor, Lilia, Jinx, Lulu. That is, meh. Pretty meh-ish. Gefällt mir nicht, aber ist jetzt auch keine Katastrophe, weißt du? Aurelion Jungle? Nee, das ist, glaube ich, nix. Ich glaube, wir haben das actually probiert. Ja, actually, direkt nach Release haben wir das probiert. Das war super Müll. Das habe ich actually, oh mein Gott, stimmt. Wie wir jeden Müll hier probieren, ist so dumm. Und da ein Tründer mehr drauf, ist ja auch so widerlich. Okay, aber ich muss sagen, mir ist ein bisschen warm jetzt. Ich muss die Jacke wieder ausziehen. Ja, nee, ich dachte, das wäre cool, weil man so diesen Stardust farmt. Und das wäre ja witzig. Aber as it turns out, du farmst einfach 10.000 mal weniger Stardust als auf der Lane. Und deswegen hat es sich direkt schnell erledigt. Okay! Let's go, guys! 3162, der Name macht mir ein bisschen Angst. Yep. Oh nein. Oh nein. Last Season Silver. Jetzt 86% Winrate mit Gründer mehr. Oh oh. Er ist Hela Smurfen. Junge, der ist Curry Ketchup Deep am Smurfen. An Harsemme Winrate zum Mick. Was habe ich jetzt aus Versehen auf Dänisch irgendwas geschrieben? Hela Gewürz Smurfen. Das ist ab sofort der Begriff für Leute, die krank am Smurfen sind. Das sind Hela-Gewürz-Smurfer. Okay, kann mal kurz irgendjemand in den Übersetzer bitte eingeben? Ob jetzt, Dingens hier. Ob Hela wirklich ein Wort auf Dänisch oder Schwedisch oder Norwegisch ist oder so? Mich gerade mal interessieren. Ist echt nicht Schwedisch für ganz. Okay, also dachte der Typ echt nicht mehr Schwede oder was? Okay, that's kinda funny, not gonna lie. Okay, Botlane ist missing, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, Lissandra! Was machen die da? Und ich inte. Und ich inte. Und ich inte so hart. Auf so vielen Ebenen. Aber dass die da reinchased, die Jinx, ey. Dass sie lucky die Fallen auf mich wirft. Schwedischer Olaf-Spieler klingt nach Klischee. Ja. Into to win it, ganz genau. Jetzt warte mal, was ist das? What am I seeing? Diesel Tempo! Da musst du flashen, mein Freund. Was machen die denn dabei jetzt hier? Was ist das? Was ist deren Ziel? Ich hab mir gerade noch ein Kill geschenkt. Ist das auch das L9 in deren Namen oder was? Die sind nicht mal Duo. Die machen das gerade einfach random. Das ist nicht mal organisiert. Das ist unorganisiertes Lane-Verbrechen. Das ist selten. Ich glaube, die haben gelane swap. Nee. Also freiwillig nicht. Oh, Lukas. Oh, wait. Ideal Damage. Holy shit. Ganz normaler mit Bot-Swap. Ja. Der bekannte Korean Strategy mit Top-Swap.
Stimmt. Ich bin gar nicht vergessen. Tut mir leid. Warte mal, es war ja auch ein Bot mit Spop. So, aber ich spüre es jetzt nicht hier irgendwie risky reinzudiven. Ich heal mich hier einfach überall durch für den Fall, dass jemand in mich reinläuft. Aber es läuft aber nie in mich rein. Ich gehe jetzt farmen, ruhig verbutz. Super bekannt in Schweden, die Duolane-Mitte. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Mit Botswurf hast du ja auch geschrieben. Und so habe ich mit Topsock gesagt. Ach, manchmal verwirre ich mich selbst so hart. Das ist nicht mehr normal. Warte, das Reh ist gar nicht hier. Oh, und ich laufe auch noch rein. Oh, er kommt nicht mehr rein. Ja, nee, das ist es nicht. Das ist genau der dumme Dive, den ich nicht spüre. Boah, hast du dicke Eisbälle. Ja, jetzt geh ich da auch noch rein. Oh, der Flash war so smart von mir, sonst hätte ich wieder Q gekriegt. Ja, das war's aber. Das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Jetzt haben wir es doch gemacht. Scheiße, Mann. Zweimal zurückgehalten, dann dritten Mal dann doch angebissen. Schwedische Sidelane-Rochade. Okay, das Top-Lane 1-0 steht. Ist ja so groß. Ich lass die jetzt einfach machen da unten. Die müssen jetzt sich mal kurz 3 Minuten um sich selbst kümmern. Ich hab Cooldowns, aber ich komme. Ja, lucky. Route. Smite mich doch, damage mich irgendwas. Ach Mann, ich komm da nicht ran. Das ist ja so schlecht, what the fuck. Ich hab nichts getötet kriegen. Ich hatte Cooldowns. Ich hätte actually Geduld haben müssen. Aber sie hatte auch Cooldowns und deswegen. Oh. Das ist der falsche Fokus, guys. Ihr müsstet den hier fokussen. Ja. Jungler erst, der ist nämlich squishy, genau, perfekt. Okay, nevermind. Oh, it's somehow turned out fine. Ich sehe dich, Olaf. Oh ja. So verdient als Tryndamere-Spieler. Perfekt. Das ist sehr gut für uns. Tschüss. Ich glaube, wir haben uns das erste Game an gediegener Lost und seitdem läuft es auch MMR-technisch ganz okay. Oh shit. Ich hab mich längst. Oh mein Gott, Lukas. Hab ich. Ich habe gerade so geintet. Okay, welche Richtung würde ich gehen, wenn ich er wäre? Ich würde hier runtergehen und natürlich hier hinten backporten. Ja. Oh, du hast die Blastpad nicht genommen, du Idiot. So schnell hat der Healer Gewürzmörfer keine Tröte mehr. Okay, aber also tatsächlich, jetzt habe ich auch eher das Gefühl, dass der Junge nicht so am Smurfen ist. Aber dann hat er sich actually in einer Season von Silber nach Platin 1 hochgespielt. Das ist absolut insane. Ich glaube, ich habe mich nie in der Season über eine Elo verbessert, also eine gesamte... Wie heißt das? Eine Division heißen die einzelnen Unterelos. Wie heißt das da drüber? Du hast kein Flash mehr. Oh, scheiße, Lukas. Ich hatte die Hoffnung, dass sie hier ins Gebüsch reinlaufen, aber dann hat sie die Fallen da reingeschmissen. Das war super smart. Deswegen habe ich hier gepinkt, weil ich wollte, dass sie denken, dass ich so laufe. Dann wollte ich im Busch stehen bleiben und warten, dass sie mir hinterherlaufen und dann hätte ich sie beide getötet, aber das lief nicht mal an. Ja, so wie gesagt. Du machst da drüben die nächste Shelly. Boah, wir nehmen ja alles. Hey, hallo. Das geht hier aber, ne? Gegen das, was Fox News gefordert hat. Das sind hier nicht Kriegsgesetze, die hier befolgt werden. Okay, er ultet nicht mal. Schön rechtzeitig zum Baron Becken jetzt. Wir spielen klassisches Master Yi-Game. Keine Assists. Assists sind was für Non-Hyper-Carries. Assists sind Cringe. Assists sind Beta. Assists sind Non-Chat-Material. Und das sind wir natürlich nicht. Was machst du da? Camps alleine als Control-Mage? Hallo! Ich komme auch! Ich würde gerne mitmachen, wenn das möglich wäre. Können wir vielleicht einen anderen oder Kill machen da an der Stelle? Weil ich mache keine Assists. Assists sind Cringe. 5, 4, 3, Okay. Ja, ich konnte nicht. Oh, ich war so ready. Oh, als ob du über die Range dann hier rankommst. Das ist so widerlich, Rakan, manchmal, ne? I got you guys, don't worry. Ich könnte jetzt für den Penta gehen und den hinterher sprinten, aber ich glaube, der kommt zu mir, honestly. Lukas, was machst du da? Oh no, I'm dead. Ja, I'm dead.
Ich hätte sie actually chasen sollen nach dem Ende. Aber immer noch keine Assists. Keine Assists. Keine Assists, nicht für Master Yi. Mm-mm. Wir waren zum guten Zeitpunkt da, aber das Team war zu gesplittet, sonst wäre es ein Penta gewesen. Mein Baron ist halt das Play gerade, aber... Achso, ist alle top oder was? Oh mein Gott, ist der Stein groß inzwischen. Holy shit. Wort nicht gepinkt, reportet. Will jemand Sonjas? Ja, du. Du bist Reh. Kann ich Burn machen mit so wenig Leben? Ja. Richtiges Gespür, schlechtes Timing. Oh, eigentlich sollte ich mir noch Witz vorne holen vorher. Und dann sind wir eine Maschine. Können wir für Soul gehen einfach enden. Gespür liegt nicht an dem Ward dort. Du möchtest mir sagen, dass es an dem Ward liegt, der permanent deaktiviert ist durch unseren Pink Ward? Ja, können natürlich sein. 14-5-0, weiterhin 0 Assists. Typical Olaf erstmal ADC runtersprinten. Hey, das ist aber auch die Aufgabe eines Olafs, ne? Ich habe leider kein Flash, das heißt, ich kann auch nicht 1v5. Wir müssen hier keine Krankenfights fighten. Ja, meine Ulti ist gone. Hätte dann nicht ulten müssen. Aber ich hab's. Uff. Jinx. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das für den 1-7 ADC Play war. Mhm. Boah, widerlich. Okay, aber jetzt habe ich wieder Flash. Das heißt, jetzt brauche ich nicht unbedingt Ult, um zu fighten. Ist okay, dann. Ist okay. We can win. Aber ja, es ist wie erwartet. Dieses Game ist fern von over. Die kommen noch gut zurück. Aber die wichtigen Carries sind Botlane. Wir sollten hier definitiv rein. Ja, wir haben aber keine Minions, man. Die klären die so schnell. Wie wäre das Siegen? Und die Jinx pusht gegen Super Minions auf der Botlane. Was? Ey, wir müssen den Fight forcen. Wir müssen den Fight forcen, ansonsten verlieren wir Geist. Ja, jetzt ist es zu spät, fürchte ich. Jetzt gibt es keinen Fight mehr zu forcen. Wir sollten permanent jemanden haben, der die Mitte reindrückt. Ansonsten gewinnen wir das nicht. Ja, first engage, we have to. Boah, wir verlieren das actually, wenn wir Pech haben. Also den Engage, meine ich nicht das Game yet, aber. Ja, Baron ist fertig. Oh, wait! Guys, ich war raus. Wir müssen nicht. Warte, was haben wir hier gerade gemacht? Oh, we just lost the game, didn't we? I just lost the game. Fuck. Ja, Baron war ja gar nicht der Call. Ja, Elder Drake ist natürlich stark, so, ne? Hab ich auch gehört. Gemerkt vor allem gerade. Ja, und Aurelion macht jetzt genau das, was er machen soll. Explodieren. I think actually Lust ist in 15 Sekunden erst wieder da. Das schafft er nicht. Oder schafft er das zu halten? Doch, das schafft er zu halten. Oh. Ult. Du hast noch keine Ult wieder. Oh mein Gott, du überlebst das. Boah, und der Junge skillt halt jetzt unendlich weiter. Er macht immer mehr Damage. Ja, das ist das Ergebnis von einem Fight, den wir verloren haben. Einem. Aber 0 Assists. Weiterhin 0 Assists. Ich bin halt aus dem Fight raus damit. No, I'm not dead yet. Oh, fucking hell. Okay. Sie hält mich einfach nur auf. Das macht sie auch sehr gut. Eieiei. War unglücklich. Aber das Game habe ich trotzdem genossen, weil ich habe einfach keine Assists gemacht. Also jetzt am Ende habe ich Assists gemacht, fürchte ich. Aber als die angefangen haben zu scalen, war halt echt vorbei. Ja, der Loss hätte nicht sein müssen. Der hätte nicht sein müssen. Aber null Assists. Null Assists. Aber einfach, haben wir einfach zu lang gestreckt, das Game.